Hallo und herzlich willkommen auf der Lossenberg zusammen mit Malte und Olli. Hi. Hi. Ja, und wir machen gleich mal ein bisschen die Anhänger voll am Ende der Bahn, ne, Olli? Dann kann ich nämlich eben mal verkaufen. Kann ich gleich wieder wegfahren. Genau. Hier kommt auch immer viel runter. So. Ja, das wird eine chillige, ruhige Folge ohne den Skipper. Ja, zum Glück. Ja. Ach du Scheiße. Weißt du, welches Lied das hier im Radio kommt? Was denn? Dorf und Schnaps. Ach. Wie heißt das hier? Die Lieder werden ja heutzutage immer schlimmer, ne? Ja. Wobei, was ich jetzt, dieses Jahr kommt für mich musikalisch relativ viel raus. Ich bin ja Weiße Gänse und Tote Hosen Fan. Und von den Toten Hosen kommt ja am 9. Mai das neue Album. Und von Weiße Gänse am 9. Juni. Also optimal für mich. Mit anderen Worten, dieses Jahr. Beim Strohverkauf ist der Grasius, ne? Grasius. Ja. Einmal ich randalier. Randale! Nochmal? Hm? Nochmal randaliert? Ja, jetzt habe ich mein Handy auf den Schreibtisch geworfen. Hast du einen Backstein? Nee. Klang zumindest so. Und das hört sich ein bisschen hohl an, das ist genauso. Also ein bisschen wie auf Steine klopfen. Hält? Machst du es gerade mit deinem Handy? Nein, das war gerade meine Hand auf meinem Schreibtisch. Okay. Okay. Ja, ich habe eigentlich einen Holzschreibtisch, auch wenn sich das nicht so anhört. Aber mein nächster Schreibtisch wird geil. Nicht jeder Schreibtisch aus Holz. Ja, manche haben ja auch einen Glasschreibtisch oder Metall habe ich auch schon mal gesehen, ist aber eher selten. Ist auch ein bisschen übertrieben, wiegt ja auch viel und so, ist schon ein bisschen viel Aufwand, finde ich, für den Verwendungszweck. Wobei ich finde das zum Beispiel schön, wenn man so eine solide Konstruktion aus Stahlprofilen hat, als Unterbau für einen Schreibtisch. Und dann da drauf so eine alte, weiß ich nicht, so 6-7 cm dicke Holzplatte, aber halt sowas wirklich so ein bisschen älteres Holz, weißt du, so was so schön einfach ist. Oder so eine schöne massive Platte, finde ich ziemlich geil, ist nur auch ultra teuer. Wenn du dann was Vernünftiges haben willst. Und dann bleibe ich dann doch lieber bei meiner, keine Ahnung, Ikea-Platte hier. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Was denn? Wir ziehen ja um. Ja. Ich krieg eigentlich vom Raum her eigentlich ein cooles Zimmer. Und wenn du reinkommst, rechts habe ich normalerweise stellt man da so ein Bett oder so hin. Also gerade so eine Einkerbung in die Wand rein. Ja. Wo so irgendwie 2 Meter breit ist oder so. Oh, da könnte man genau natürlich auch perfekten Schreibtisch reinstellen, ne? Genau da hau ich mir eine Platte an die Wand. Ja. Dann noch ein oder zwei Füße drunter, dass es auch wirklich hält. Und mein ganzes hier PC-Zeug drauf. Ja. Darauf freue ich mich, das wird geil. Das ist schon eine Nische, ja. Ja. Also finde ich auch von der Idee her cool. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne an der Wand zu sitzen. Manche sitzen ja gerne so offen, ich sag mal, im Raum, zum Raum gucken. Ich sitze ganz gerne an der Wand. Dann kann man auch Monitore und so weiter vielleicht mit einer Wandhalterung aufhängen und so. Finde ich auch ganz schön. Hatte ich ja davor. Nur da ich mir ja einen anderen Monitor, also einen neueren geholt habe. Und der die Aufhängung weiter unten hat wie der andere, weil der andere hat die in der Mitte. Ja. Und der neuere hat die weiter unten. Da waren die so versetzt. Ja, da hättest du die an einer anderen Stelle andübeln müssen, ne? Ja. Hm. Wandhalterung. Darum hab, weil ich für den anderen ja noch meinen Fuß dafür hatte, habe ich den einfach wieder drunter geschraubt und hab den anderen halt gerade auch nebendran auf meinen Schreibtisch gestellt. Ja. Nur dann hatte ich keinen Platz mehr für Mischpult und Lautsprecher. Und deswegen freue ich mich schon auf meine 2 Meter Platte, weil da habe ich dann endlich mal genug Platz drauf. Boah, 2 Meter kann man schon ganz gut was mit anfangen. Ich glaube, um die 2 Meter müsste ich jetzt... Ne, ich habe 2,8 oder 2,10. Ich habe das irgendwann mal ausgemessen. Vor kurzem noch.
Also um die 2 Meter. Wobei meine, also ich habe ja 3 27 Zoll Monitore. Wenn ich die alle auf flach einstelle, dann sind die, glaube ich, 1, keine Ahnung, 1,60, 1,80 in der Breite. Schon ganz schön krass. Wie auf flach? Hast du die hochkant, oder? Ich habe die alle so ein bisschen geneigt. Also der in der Mitte ist gerade zu mir. Und die rechts und links sind so ein bisschen geneigt. Einfach weil das vom Blickwinkel her ein bisschen schöner ist. Ach so. Weißt du, dass du halt nicht so oft gegen den Winkel guckst, sondern der halt so ein bisschen zu dir hingedreht ist, der Monitor rechts und links. Ist, glaube ich, beim Spielen, wenn du jetzt wirklich hingehst und sagst, ich möchte auf 3 Monitoren gleichzeitig spielen, nicht ganz so geil. Aber so für, ich habe ja in der Regel in der Mitte immer das Spiel. Rechts und links Anwendungen. Ja, wobei dann kannst du ja auch so Sachen machen wie mit Curved und so weiter. Oder halt, es gibt ja auch so Halterungen, die dann wirklich, wo die Monitore rechts und links, meine sind jetzt so, weißt du, so im 10-Grad-Winkel oder so angewinkelt, nicht viel. Und es gibt ja welche, die sind dann so richtig so im 30-Grad oder sowas, du quasi im Auto das Seitenfenster so ein bisschen mit dem Monitor an der Seite darstellst. Ja. Also so krass ist es jetzt nicht, es ist halt nur so leicht. Naja, das einzige Problem wird dann nur, weil die Wohnung, wo wir dann beziehen, früher 2 Wohnungen waren. Okay. Und dann zusammengelegt ist. Ich aber in die linke, also wenn du davor stehst sozusagen, rechts und links, also im wenn du im Flur stehst, ist rechts und links ja eine Wohnungstür, also weil das ja 2 Wohnungen sind, rein theoretisch, ziehe ich links rein und rechts ist der Kabelschacht fürs Internet. Das ist die größte Scheiße überhaupt. Kabelschacht fürs Internet? Also LAN-Kabel oder was? Nein, eigentlich nur Telefondose. Ach so. Na gut. Aber da kann man ja auch immer noch verschiedene Mittel und Wege finden, dass irgendwie dann entweder kabellos oder DLAN oder hast du nicht gesehen, gibt ja immer eine Option, wenn WLAN, WLAN ist natürlich immer ein bisschen anfälliger und DLAN, aber besten ist halt LAN-Kabel, aber geht halt manchmal so baubedingt nicht so oder halt nicht so schön. Jetzt einfach so quer durch die Wohnung ein Kabel legen, haben die meisten, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Ich habe ja hier jetzt, also da, wo wir jetzt wohnen, wir haben ja ein ganzes Haus für uns allein, ist gerade, habe ich mir auch ein LAN-Kabel, weil der Router gerade einigermaßen gegenüber von mir ist. Also da ist eine Wand dazwischen. Ja. Habe ich gerade ein Loch durch die Wand gebohrt, weil das Haus ja früher mal uns gehört hat. Gerade ein Loch durch die Wand gebohrt und mir da ein LAN-Kabel durchgezogen. So habe ich das im Endeffekt bei mir auch. Also der alte Router von meiner 16.000er Leitung, der auch immer noch angeschlossen ist, steht hier vielleicht 1,5 Meter von mir entfernt auf der anderen Seite bei meinem Bruder im Zimmer. Und da ist dann halt jetzt, habe ich irgendwann mal so ein, ich weiß gar nicht, 12er Loch oder so durchgebohrt vor 2-3 Jahren, LAN-Kabel durchgeschoben. Und zack, hatte ich doch eine recht stabile Verbindung. Wobei ich habe jetzt dann doch nochmal richtig investiert mit der Glasfaser, mir für 150 Euro diese WLAN-Karte von Asus geholt mit 4 Antennen und die ist geil. Also da merkst du absolut keinen Unterschied zu laden. Also die hat so eine brachiale Verbindung. Man muss sagen, der Router, den wir da beigekriegt haben bei unserem Anbieter, der war nicht so besonders. Also der ist schnell, keine Frage. Aber von der Reichweite her, je nachdem, wo ich in der Etage bin, kann es passieren, dass ich fast keinen Empfang habe. Und also mein Handy hat zum Beispiel am Schreibtisch hier, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, nicht so guten Empfang. Aber meine WLAN-Karte hat halt vollen Empfang und zieht teilweise 130, 140 Mbit. Also das ist, mehr geht eigentlich nicht. Also wenn ich unten ein Kabel direkt am Router anschließe und am Laptop mal so einen Speedtest gemacht habe, ging nicht mehr. Okay. Also die Karte ist echt geil. Hat halt 150 Euro gekostet, was verdammt viel Geld ist für eine WLAN-Karte. Die hast du aufs Mainboard draufgesteckt, oder wie? Genau, das ist so eine PCI-Karte. Nicht ganz so groß wie eine Grafikkarte. Halt einfach nur so eine Erweiterungskarte. Hat auch 4 Antennen und halt extern, also die sind nicht direkt am PC, sondern du hast dann also so zusätzlich so eine große Antenne. Könnte ich ja rein theoretisch auch machen. Ja, also ich kann sie dir auf jeden Fall von der Verbindung her empfehlen, wenn dann der Router noch halbwegs dazu passt. Ich war im Moment schon ein bisschen mit meinem Vater am Quatschen, ob er sich nicht unten einen besseren Router hinstellen will, weil die Abdeckung ist halt echt nicht so doll, muss man sagen. Ich kann mich nicht beschweren, weil bei mir im Zimmer ist gut. Also, naja, also mein PC hat zumindest super Internet wegen der WLAN-Karte.
Aber mit Handy bricht es halt teilweise leider ein bisschen ab. Naja, muss ich mal schauen. Vielleicht kann ich da auch noch irgendwie was am Router ein bisschen einstellen, weil der ja auch hat Dualband mit 2,4 und 5 GHz. Mal schauen, ob vielleicht die Handys lieber in 2,4 GHz Netz kommen. Vielleicht läuft das da ein bisschen besser von der Verbindung her. Wollte ich mal ein bisschen rumprobieren, aber bin ich irgendwie noch nicht so richtig zugekommen, weil ich auch selber immer zufrieden war, weil halt mein PC wieso bestes Internet hat wegen der WLAN-Karte. Ja, wie ist das dann mit den Antennen? Also du kannst entweder so vier einzelne Antennen hinten an den PC stecken, quasi direkt an die Karte, außen am Gehäuse. Aber das ist halt nicht ganz so zu empfehlen, weil du hast halt viele Magnetfelder im PC, ne? Und das kann sich ein bisschen negativ auf die Antennen auswirken. Deshalb optimalerweise, also ist so ein Ding mit 1,5 Metern Kabel oder so dabei, einfach so eine schwarze, so ein schwarzes kleines Ding, so 10x10 cm, wo dann so 4-20 cm lange Antennen rausgucken. Und das habe ich mir jetzt in meinem Fall hier so hinter Monitor gepackt und das funktioniert 1A. Ja. So viel dazu. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass sich die Investition nicht so lohnt, weil es halt doch schon viel Geld für eine WLAN-Karte. Die meisten anderen kriegt man für 30-40 Euro und die hat 150 gekostet. Aber solange die Verbindung jetzt top ist und bei mir wäre es halt einfach so gewesen, LAN-Kabel hier durchlegen, beziehungsweise hätte man durch die Decke bohren müssen und so, das Ganze unterputzt oder also nochmal irgendwie in die Wand rein, damit da nicht unten einfach so ein Kabel rumhängt. Ja, das wäre auch extrem teuer geworden, das hätte sicher auch ein paar hundert Euro gekostet. Weil dann wieder drüber tapezieren und sowas, ne, ist dann, ist alles schon ganz schön Aufwand. Deshalb war die WLAN-Karte auf jeden Fall der kleinste Aufwand. Und dann hatte ich immer Angst, dass es von der Verbindung her nicht so ganz so geil ist, aber das hat sich dann zum Glück nicht bestätigt. Oh, hier liegt Mais auf dem Feld, Körnermais. Ein kleiner Haufen. Ich wollte mal wegschauen. Skipper war vorhin auch weg von. Meinst du, Skipper war das? Ups. Weiß es nicht. Ich sehe gerade was, ich muss hier auch mal wieder abfahren, ne? Ich? Ja, unser Rübenfreund. Geht eigentlich noch. Wo ist eigentlich unser Rübenfreund? Ja, hinten an Richtung. Achso, bist du voll? Hm. Ich habe erst 26 Kubik. Oh, aber mich kannst du dann eben voll machen. Dann kannst du weiterarbeiten. Aber Hacke voll ist er. Wie viele Stunden hat jetzt der Rübenroder runter? 1,2. Okay. 1,2. Vielleicht ich roll? Meinst du, wir kommen mit 2 Stunden aus? Nee, ne? Werden eher 3. Obwohl, so viel Fläche ist das nicht mehr, aber jetzt ist halt so viel zu wenden, ne? So langsam. Sah gerade aus, als hättest du einen Flug da hinterm Optum von Weitem. Federstadtflug. Gibt's gar nicht, wa? Obwohl, ich weiß es nicht. Könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass es da was gibt. Wir machen ja eigentlich sehr, sehr viel Bodenbearbeitung. Gehört ja eben diesen Flug auch dazu. Bei Amazon. Bohne macht auch. Die haben ja auch lange keinen Flug gehabt. Also die haben ja auch sonst viel Bodenbearbeitung gemacht. Jetzt haben die den Chiron oder so, ne? Ja, den gibt's ja auch erst seit 2013 oder. Ja. Oder die hatten früher mal einen, haben den irgendwann aus dem Sortiment genommen oder so, ne? Ja. Also über Krone, da war früher der Verkaufsschlager war ja der Krone Optima Miststreuer und jetzt haben die glaube ich auch keinen Miststreuer mehr, Krone. Okay. Ja, eher so auf Grüntechnik gegangen. Was auch so für mich so ein typischer alter Krone ist, Krone Emsland. Ja. Die sieht man auch, also die kenne ich auch im Real Life oft. Nicht mehr so oft auf der Straße oder so, sondern eher so sieht man schon mal zwischen den Feldern stehen oder in der Nähe von einem Bauernhof. Irgendwie so einen alten, entweder schön gepflegten oder halt, beziehungsweise schön restaurierten oder halt schon ein bisschen angegammelten Krone Emsland Keeper. Gab's ja auch zum Beispiel im
im Klassiker der Landwirtschaft DLC für den NS 11, 13, 14, 15 und bis jetzt glaube ich noch nicht für den 17, ne? Ja, und den Krone Optima Miststreuer, den gab's ja auch immer. Den Klassiker DLCs. Ja. Stimmt, der war ja quasi Emsland-Basis, ne? Ja. Naja, ein Achser ist das. Ja. Halt die eine Achse und dann hinten diesen Aufsatz zum Mist verstreuen drauf. Ja. Aber mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, schnell ist die Zeit vergangen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut doch beim nächsten Mal wieder zu. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja.